Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kleinen, aber feinen Kanal. Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Heute schauen wir uns an, was kann die Schwarzschneide und wie kann man sie am besten perken. Das alles heute in diesem Video. Ich möchte hier natürlich noch Zusatzinformationen mit reinbringen, denn das sollte ich hier erwähnen, das sollte ich hier auch anmerken, weil es wäre falsch, diese Informationen euch nicht mitzuteilen. Für alle Leute, die neu hier in RDW reingekommen sind, sollten eine Sache kurz wissen. Die Schwarzschneide wurde damals nicht so verwendet, wie man sie heutzutage verwenden könnte, also verwendet, denn ich zeige euch das einfach mal. Ich habe nämlich zweimal eine Schwarzschneide dabei und man wird sich natürlich da schon wundern, hä, warum hast du die denn so geperkt und wieso eigentlich? Hier könnt ihr das einfach mal sehen. Das ist die Schwarzschneide, die ich vor etlichen Jahren mal gekauft habe, also im letzten Jahr, und das ist jetzt die Schwarzschneide, die wir jetzt hier haben. Jetzt kommt die große Frage, wieso ist hier eigentlich Energieeffizienz durch schwere Angriffe zweimal geperkt? Warum hast du kein Damage oder so mitgenommen? Das möchte ich kurz erklären. Und das wird auch mal im Gameplay nochmal gezeigt. Und zwar die Schwarzschneide hat eine bestimmte Fähigkeit. Das haben auch noch andere Waffen. Hier zum Beispiel wäre das Mutterhammer auch. Als auch die Raserei. Ja, die Sturmkönig-Raserei. Es gibt noch den Verdrescher. Und ich glaube, es gibt noch eine Waffe. Da bin ich mir aber gerade unsicher, welche das ist. Aber kurz zu erklären. Die Schwarzschneide und was halt diese Waffen verbindet, ist kurz zu erklären. Ihr bekommt hier einen Sprungangriff. Das heißt, wenn ihr springt oder generell euch bewegt, also diesen schweren Angriff ausübt, werdet ihr hochspringen und nach vorne springen. Und das hat man sich damals zunutze gemacht, um halt als Konstrukteur. Als Konstrukteur warst du eigentlich der Idiot vom Amt gewesen. Gut, Konstrukteur, bist du meistens in dein Base gegangen, hast noch ein bisschen was gebaut, hat es also Probleme gehabt. Soldat, wie gesagt, hat man meistens gar nicht gespielt. Man hat entweder Konstrukteur oder in der Base gespielt, um dann halt entsprechend schnell zu bauen. Ja. Das heißt, man hatte da nicht die Möglichkeit, sich hochzuziehen. Daher hat man sich dann meistens auf die Schwarzschneide konzentriert. Man hat sich auch andere Waffen geholt, die dann halt diese Fähigkeit haben. Ja. Das heißt, die Schwarzschneide wurde damals nur gekauft, nur benutzt, weil sie halt diese Fähigkeit hat. Heutzutage ist es natürlich anders. Heutzutage kannst du dich überall hochziehen. Wie gesagt, Konstrukteur in der Base. Wenn du verteidigst, du bist irgendwo reingefallen, du kommst da nicht mehr raus. Du weißt auch, dass du nicht sterben wirst. Musst irgendwie rauskommen, Schwarzschneide ausgepackt und bist dann halt rausgekommen. Auch wenn Leute, wie gesagt, kein Bau, also man konnte halt nichts mehr bauen, musste irgendwie rauskommen. Und da hast du dann dementsprechend die Schwarzschneide genommen, um halt aus diesem Loch rauszukommen. Und du konntest dich halt damals nicht hochziehen. Das alles dazu. Also, dass ihr etwa versteht, warum ich jetzt auch relativ wenig Kenntnis zu dieser Waffe habe. Dennoch werden wir uns die Waffe anschauen. Ich werde sie hier mit einem Helden-Setup zusammenspielen. Das ist die Rennfahrerin Fiona. Und ja, ihr könnt generell mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr das Helden-Setup generell mal sehen wollt. Fangen wir jetzt einfach mal an mit der Perkung und generell, was die Besonderheit der Schwarzschneide überhaupt ist. Ich werde generell noch alle anderen schwarzen Metallwaffen vorstellen. Es wird jetzt auch wahrscheinlich nächste Woche oder ich weiß nicht wann sie kommt, der Höhlenenthaupter noch kommen. Der ist auch eine schwarze Metallwaffe, also seid gespannt drauf. Und wir schauen uns das einfach mal an. Und zwar, die Waffe hat eine Besonderheit. Das haben alle schwarzen Metallwaffen, und zwar, sie zieht euch Lehm ab. Hierbei gibt es verschiedenste Kernvorteile, die halt dafür sorgen, dass du Lehm verlierst. Mitternachtsjäger, falls ihr das Gameplay gesehen haben solltet, sobald ich nachlade, bekomme ich Schaden. Und hier ist es so, wenn ich einen Gegner eliminiere, verliere ich 8% meiner derzeitigen Kondition und verursache dann minimal 26% bis maximal 151% Grundschaden. Ja. Basierend natürlich auf die fehlenden Konditionen, in einem Radius von 0,5 Kacheln. Das kurz zu erklären, in einem Radius von 0,5 Kacheln, das ist eine kleine Explosion, die von dieser Waffe dann dementsprechend ausgelöst wird. Alle Gegner, die halt durch diese Fähigkeit sterben, heißt das übrigens nicht, dass ihr dann wieder Leben verliert, sondern ihr müsst dann wieder erst einen Gegner eliminieren, damit ihr halt diese Fähigkeit bekommt. Und ihr könnt auch sehen, kann nur alle 3 Sekunden lang auftreten. Das dazu. Es gibt hier natürlich noch zwei weitere Perks, Kernvorteile, die man mitnehmen kann. Der erste, der wäre wahrscheinlich relativ interessant, wenn man hier gegen bestimmte Elementargegner kämpft. Hier, wie gesagt, bei allen schwarzen Metallwaffen sind es die Naturfeinde. Und hier könnt ihr sehen, Waffentreffer verursachen 24% Bonusschaden bei Naturfeinden.
Man kann, wie ihr auch sehen könnt, das Element, ja, das kann man ändern, aber man kann natürlich auch sagen, man spielt sie auf physisch und entscheidet sich dann dazu, diese Waffe gegen Naturgegner zu benutzen, weil ihr macht so oder so 44% Bonusschaden gegen Naturfeinde. Das heißt, man kann sich jetzt entscheiden, man macht mehr Schaden gegen Naturfeinde oder man entscheidet sich dafür. Naturfeinde sind in der Zone. Ja, ist gar kein Problem. Ich nehme trotzdem noch physisch mit, damit ich auch gegen die physischen Höhlen auch nochmal Schaden mache. Ist alles möglich tatsächlich. Das heißt, man kann sozusagen eine Doppelelementwaffe erschaffen. Und ja, das kann man sich entsprechend dann mal auch anschauen. Ansonsten kommen wir jetzt zur nächsten Sache. Das ist der nächste Kernvorteil. Nach 4 Treffern mit dieser Waffe verlierst du 8% deiner derzeitigen Kondition und verursacht 26 bis 151% Grundschaden. Auf deinen fehlenden Konditionen natürlich, prozentual. Und du machst eine kleine Explosion von 0,5 Kacheln. Kann nur alle 4 Sekunden auftreten. Ich muss sagen, dieser Effekt hört sich für mich deutlich angenehmer an. Denn du musst halt das Ziel nur viermal treffen. Ja, bei dem anderen musst du ja die Hülle eliminieren. Wenn du kein starkes Hellenzeller hast oder sonstiges, du willst sie einfach nur so aus Fun spielen oder generell die Gegner nicht unbedingt eliminieren, weil du gerne diese Explosion haben willst, wäre halt das mit den 4 Treffern ja deutlich angenehmer, weil du musst das Ziel nur viermal treffen. Ja. Ist deutlich angenehmer tatsächlich, als wenn du dann gegen Smasher stehst und ihn eine Stunde matritrierst, dann kriegst du endlich diesen Schaden und diese Explosion, aber alle anderen Höhlen in der Umgebung sind bereits tot. Da ist es dann deutlich besser, damit zu arbeiten. Ja, das Video wird eindeutig zu lange, aber das sollte kein Problem sein, hoffentlich. Ansonsten haben wir hier einmal den kritischen Schaden dabei, einen Crit-Wertung, damit wir entsprechend auch critten können. Dann haben wir den Damage dabei, den sollte ich hier empfehlen mitzunehmen. Wer übrigens die Waffe, ja, das kann ich auch hier kurz erwähnen, mit den Treffern spielen sollte, ja. Ja, nach 4 Treffern, ja, verliert ihr entsprechend Leben. Da würde ich euch nicht direkt darauf empfehlen. Also ihr könnt hier Schaden mitnehmen, das würde ich euch hier empfehlen. Aber nehmt die Angriffsgeschwindigkeit mit, denn ja, wenn die schneller zuschlagt, kommt auch der Effekt häufiger. Und hierbei natürlich kurz zu erklären, das ist, ihr macht 151% Grundschaden. Ja, das heißt, der wird sich dann entsprechend auf den Schaden von euch summieren. Ja, das heißt, ihr macht dann deutlich mehr Schaden, auch wenn die Waffe weniger. Also, ihr werdet die Videos noch sehen. Blackout, glaube ich, war das gewesen und Klagelied. Da hat man es ganz gut gesehen, dass du nicht unbedingt Crit-Schaden oder Crit-Wertung unbedingt brauchst, natürlich. Hierbei, wie gesagt, sollten dann. Läuft doch, oder? Läuft richtig geil. Verbindung wird hergestellt. Ich sollte jetzt entsprechend auch aus der PlayStation Party draußen sein. Ja, gut. Ich finde es. Nein, ich werde nicht aus der PlayStation Party rausgeworfen. Jetzt bin ich wieder da. Cool. Ja, ist meine Konsole derzeit. Da bin ich wieder weg. Nice, Konsole. Danke dafür. Naja, reden wir kurz weiter. Ist ja gar kein Problem. Das heißt, ihr könnt auch ohne den Crit-Schaden und Crit-Wertungs-Perk immer noch eine Menge Schaden machen, einfach nur, wenn ihr den Kernvorteil dabei habt. Wir haben noch unten ein Perk dabei. Fügt bis zu 53% Bonusschaden zu, basierend auf deiner Prozentzahl deiner fehlenden Kondition. Und hierbei wird natürlich auch gleich erwähnt, was das heißt natürlich, desto weniger Leben du hast, desto mehr Schaden machst du natürlich auch. Und ihr könnt das übrigens bis zu 80% hochperken, also auf legendär. Das heißt, ihr macht 80% mehr Schaden, ja, fehlend auf deine prozentualen Zahlen. Das heißt, ihr könnt die Waffe sozusagen, desto weniger Leben ihr habt, desto mehr Schaden könnt ihr machen. Das heißt, ihr könnt auch entsprechend Helden mitnehmen, die damit profitieren können und auch mehr Schaden verursachen. Zum Beispiel wäre das der Sumpfritter Ken oder Sumpfmonster Ken. Da könnte man das entsprechend mitnehmen. Das heißt, man könnte auch hier auch den Damage Perk mitnehmen und hätte hier eine Waffe, mit der man relativ schnell zuschlagen könnte. Ja. Ist alles hier, wie gesagt, jetzt ein bisschen theoretisch, aber hier könnt ihr entsprechend auch was anderes basteln als das, was ich habe. Wir werden sie trotzdem mit diesen Perks spielen und auch testen und ich hoffe einfach mal, dass die Verbindung einfach gleich nicht mehr abbricht. Das wäre vielleicht sehr gut, weil, naja, gut. Ich hätte zwar schon einmal ein Video dazu gehabt, ja, aber die Sache ist halt, es war nicht das Internet, es war was anderes, was mich abgefuckt hat an einem Tag. Dementsprechend kommt erst heute das Video. Verzeiht mir da, aber ich sag mal so, wenn man schlechte Laune hat, will man un nicht unbedingt ein Video machen. Wir können hier sehen, 3 Tage, doch, ich könnte die Kupfer-Sonnenuntergänge noch vorstellen.
Da wird es vielleicht ein kurzes Video geben, aber naja, gut. Die Waffen werden gerade hergestellt. Die wurden hergestellt. Wir schauen uns kurz das Helm-Setup an. Rennfieber, Fiona. Ich habe abgeschüttet dabei für die Leute, die kurz zu wissen wollen, was das ist. Elementareffekte werden verringert um 50%. Das werdet ihr auch noch ganz gut sehen. Auch die Angriffe von Naturgegner werden mir weniger Energie abziehen. Und ansonsten, ja, habe ich mich hier ein bisschen drauf konzentriert. Auf normalen Level ohne viel Leben, also mit viel Leben zu arbeiten. Man kann natürlich entsprechend auch hier wieder Helden mitnehmen. Die jetzt, wie gesagt, das wäre halt der Sumpf, das Sumpfmonster kennen. Und zwar hier. Erhöht den Nahkampfschaden um 44% basierend auf den Feenkonditionen. Den können wir mitnehmen. Den nehmen wir die Seelenliebe nicht mit. Und man kann also dementsprechend dort auch eine Menge basteln. Ich würde jetzt einfach weniger schnacken und einfach in die Mission reingehen. Und wir sehen uns einfach gleich wieder. So, damit sind wir jetzt auch in der wunderschönen Zone drin. Ich habe beide Schwarzschneiden ausgerüstet. Einmal hier diese mit den schweren Angriff-Support und dann die andere Variante, die wir gleich spielen werden. Ich möchte trotzdem kurz ein paar Worte kurz davon abgeben für die Leute, die, wie gesagt, immer noch sehr neu sind und das nicht ganz verstehen, was ich da meine. Und ich möchte hier natürlich noch ein paar andere Informationen zur Schwarzschneide reinbringen, denn das kann man reinbringen. Das sind Informationen, die vielleicht den einen oder anderen auch gefallen könnten oder halt auch sehr komplett nutzlos sind. Aber ich habe leider gelernt, es gibt Menschen, die darauf pochen, solche Informationen auch zu erhalten. Grüße gehen raus, Limette, falls du zuschauen solltest, aber eher nicht. Und zwar schauen wir uns das einfach mal an. Ich habe hier was vorbereitet. Man kennt es aus Missionen, oder aus Sturmschildern, man baut sich ein oder man muss kurz rein, weil man hier jetzt auf der gegenüberliegenden Seite Fallen platzieren möchte, die heilende Gebäude dabei hat oder Gebäudekondition erhöht wird. Und jetzt hat man das Problem als Konstrukteur, man kommt nicht mehr raus. Ich übrigens komme auch nicht raus. Ja, ist ein cooler Bug. Nein, ich finde ihn richtig geil. Naja, heutzutage kannst du dich herausziehen. Früher war das ja nicht möglich gewesen. Das heißt, davor nicht. Ja. Und wie hat man sich damals rausgeholt? Man hat einfach sich, ich sage jetzt mal, die Schwarzschneide genommen. Es gibt die Verdrescher, Murtehammer und die Raserei, also Sturmkönig Raserei, die halt diese Fähigkeit auch haben. Und zwar diesen schweren Angriff. Ihr konntet sehen, wir sind jetzt nicht ganz hochgekommen. Da muss man nämlich auch noch springen, um sich dann entsprechend aus dieser Situation rauszuholen. Ja. Man kann sich aber auch natürlich eine andere Ebene hochballern, indem entsprechend ihr euch davor hinstellt und dann den schweren Angriff ausübt, also springt und den schweren Angriff ausübt und dann kommt hier eine Position höher. Ja. So hat man sich damals fortbewegt. Heutzutage, wie gesagt, kann man sich einfach an solchen Wänden hochziehen oder halt an solchen Kanten und da ist es eigentlich gar kein Problem, hier überhaupt was zu machen. Jetzt kommen wir noch zu ein paar Informationen oder eine Information zu dem schweren Angriff, denn dieser schwere Angriff, den ihr hier sehen könnt, geht nicht unendlich. Das heißt, wenn ihr auf einer größeren Höhe steht, so wie ich jetzt, heißt das nicht, dass dieser schwere Angriff dauerhaft vorhanden ist und ihr extrem krass unten aufkommt. Ja? Übrigens, und diese Information kann ich euch auch geben, wenn ihr diesen Angriff kurz vor dem Brunnen macht, wird der gesamte Fallschaden, den ihr kassieren würdet, als Konstrukteur, Soldat oder Entdecker, komplett annulliert. Und dann wird, ja, ab den Punkt, wo ihr gesprungen seid, ja, diesen Sprungangriff gemacht habt, wird die Höhe nämlich erst berechnet. Ja. Das heißt, ihr könnt sozusagen auch Fallschaden damit annullieren. Wir schauen uns jetzt aber, wie gesagt, die andere Methode an und zwar, oder die andere Sache, und zwar, wir springen jetzt runter. Und was ihr jetzt sehen könnt, der Angriff wurde abgebrochen. Besser gesagt, er wurde durchgeführt. Und das heißt, ich kann den Angriff nochmal machen. Ist also eine Sache, man kann sich so entsprechend auch retten. Man muss natürlich schauen, wie man hier am besten das macht, ja, wenn man als Konstrukteur unterwegs ist, dass man nicht gleich sofort krepiert, weil Konstrukteure haben, glaube ich, nicht mal eine Fähigkeit, die dafür sorgt, dass der Fallschaden annulliert wird. Anders sieht es beim Entdecker aus, der hat den Phasenwechsel und der Soldat, der hat den, was war das für ein Angriff gewesen? Lasst mich kurz überlegen, das waren diese Schockwelle, die er ausüben konnte und damit konnte er den schweren An also den Fallschaden auch annullieren, wenn er entsprechend richtig durchgeführt wird. Naja, aber das nur dazu. So, wir schauen uns jetzt einfach mal an, was wir so performen können mit der Waffe und haben hier natürlich gleich mal ein paar Höhlen am Start.
Eigentlich wollte ich hinter den Höhlen auftauchen, aber natürlich Pech gehabt. Aber ja, Handstand funktioniert hier recht gut. Man kann hiermit arbeiten. Man sollte hier eine Sache immer beachten. Ich würde hier. Ich komme gerade wirklich nicht. Wirklich, ich, Leute, ich komme nicht drauf klar, dass der Doppelsprung nicht funktioniert. Normalerweise setze ich sehr häufig den Doppelsprung ein. Naja, gut. Was man hier sehen kann, kleinere Höhlen sind hier kein Problem, wenn man mit dem Handstand spielt. Ist hier also kein Problem. Und wir können uns hier einfach mal den schweren Angriff anschauen. Ja, der funktioniert hier wunderbar. Übrigens, er kann auch manchmal nicht funktionieren, weil er einen relativ kleineren, eine kleinere Reichweite hat. Ja, von dem Angriff, den er überhaupt ausüben kann. Besser gesagt, er hat einen sehr kleinen Radius vom Schaden her. Das sollte man also auch beachten, weil manchmal hittet ihr einfach den Gegner nicht. Und das solltet ihr. Da solltet ihr aufpassen. Worauf ihr noch achten solltet bei der Waffe, wenn ihr sie spielen solltet, ihr habt es ja gesehen, hier zum Beispiel, ich kann es ja nochmal zeigen, der schwere Angriff wird auf einmal kleiner, denn die Waffe geht nämlich dahin, wo der Gegner sozusagen ist. Und hier ist halt das kleine Problem bei der Waffe. Höhlen sind davon, ja. Inbegriffen, ja, aber Wildtiere auch. Das heißt, du kannst einem Wildtier hinterher springen. Das heißt, versucht am besten immer euer Ziel zu sehen und zu wissen, wo ist es. Weil es kann sein, dass sie euch einfach mal, ja, ganz entspannt zu einem Wildtier portet. Ja, und dann ist es natürlich ein bisschen suboptimal, denn seid ihr Lowlife und habt das Problem, ach, ich komme hier gar nicht mehr weiter. Aber hey, gut, hier die Hühner und so kann man relativ gut eliminieren. Aber ich glaube, das ist nicht das Interesse von euch, oder? Glaube ich nicht. Sieht aber sehr, sehr interessant aus, wenn ein Rabe durchzieht und ihr hinterher springt und dann den besten Move des Jahrhunderts macht. Ja. Bumm, ich habe ihn geholt. Aber es ist natürlich doof. Ich wollte jetzt eigentlich, dass er nach hier hinten springt. Das heißt, ihr würdet auch Klippen damit runterfallen und ihr könnt diesen Angriff auch nicht abbrechen. Das solltet ihr also auch bei der Waffe beachten. Ich möchte jetzt, falls die Leute noch anwesend sein sollten, was ich aber nicht mehr vermute, könnt ihr gerne mal reinschreiben, ob ihr überhaupt noch da seid. Wenn ich, und das hätte ich vielleicht auch am Anfang sagen müssen, ich bin wie gesagt kein Kenner dieser Waffe. Das heißt, ich konnte euch jetzt hier wie gesagt nur ein paar Einblicke geben, ein paar Informationen zu dieser Waffe, zur Vergangenheit als auch zur Gegenwart geben. Und hier, wie gesagt, wenn ihr den einen oder anderen helfen wollt, hier in den Kommentaren, könnt ihr den auch natürlich auf einen anderen YouTuber, Strichstrich, ja, irgendjemanden entsprechend hinlotsen, der vielleicht dazu ein Helm-Setup bereits vorgestellt hat und genau zeigt, wie man die Waffe perkt. Denn wie gesagt, ich bin mit dieser Waffe nur im Movement-Bereich unterwegs und benutze sie eigentlich nicht hauptsächlich zum Kämpfen. Aber na gut, das waren jetzt wahrscheinlich 20 Minuten Video. War sehr, sehr ausführlich gewesen, aber trotzdem hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und wir würden uns dann natürlich in einem anderen Video wiedersehen. Bis dahin, Leute, und ciao.